So, wir sind wieder da. Meine Katze ist ausgesperrt und wir können in Ruhe weiter Let's Playen. Ja, das ist halt, wenn man Haustiere hat. Vor allem Haustiere, die stundsdumm sind. Ja, um die muss man sich immer kümmern und. Ja. Vor allem, man muss jedes Mal, also wirklich jedes Mal zeigen, wo die Würfelchen sind. Das Würfelchenfutter. Würfeli. Jetzt haben wir noch verrostetes Erz. Ja. So. Gehen wir weiter. Und wir haben die erste Kohle gefunden. Ist das nicht schön? Wir haben das häufigste Erz endlich mal gefunden. Und wir hören schon das Lava laut am Blubbern. Das ist doch toll, direkt wenn man runter geht, Lava. Ist das nicht schön? Naja. Ah, ich habe die Vein Paints noch an. Ich finde es eigentlich schade, was Mojang mit Minecraft gemacht hat, weil normalerweise ursprünglich sollte Minecraft ja ein Spiel zum Bauen sein. Es gibt nur ganz, ganz wenig Blöcke. Und leider auch nur ganz, ganz wenig Server, die richtig das Bauen hervorheben. Weil heutzutage sind eigentlich nur noch alle besessen von Minigames und anderen Sachen und die meisten kennen eigentlich gar nicht mehr den ursprünglichen Gedanke von Minecraft. Genau. Ja, wir haben es jetzt schon mal so gemacht auf unserem Server, dass wir wirklich das Bauen hervorheben. Aber leider gibt es momentan immer noch Menschen, die meinen, sie müssen alles töten und ja, das ist blöd, oder griefen. Ja, aber wir werden dann auf unserem Server dran sein und wir werden das den Server auch für unser Modpack machen. Und ja. Weil wir einfach nicht wollen, dass wir der 50.000-millionste Vanilla-Server sind. Und wir wollen uns auch ein bisschen weiterentwickeln, oder? Ja. Ja. Okay, unser Server wird natürlich auch wachsen in der RAM-Anzahl und in der Sockel, in der Spielersockel-Anzahl. Ja, und irgendwann wird es dann alles wie so ein großer Root-Server werden, weil wir ja Download-Server fürs Modpack und Website-Server und sowas brauchen, weil es irgendwann einfach billiger kommt, wenn man einen guten, leistungsstarken Root-Server nimmt, wie eine Website und dann noch da einen SQL-Server und dann. Ja, wir wollen einfach Qualität für unsere Kunden oder Mitspieler und alles Mögliche. Also besser gesagt für unsere Supporter. Ja. Und hier können wir wirklich alles, ja, alles geben für unsere Spieler und so. Lol. Okay, machen wir es zwei breit. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe mich um eins verschätzt, aber ja. Ist doch gut. Ja, das Pixelmon-Ding werden wir auch noch dabei haben und dabei lassen, also keine Angst. Aber wir werden also ein eigenes Server-Modpack zum Modpack zum Launcher machen. Ja, es wird dann auch verschiedene Modpacks geben. Ich habe da schon so ein paar Richtungen gewählt. Das ist für echt jeden Geschmack, was dabei ist, von Erwachsen bis Kleinkind. Ist da jeder. Uns ist eigentlich wichtig, bei Minecraft wieder diesen großen Spielspaß zu finden, nicht diesen Erfolgssucht. Sondern einfach nur, dass man Spaß mit seinen Freunden hat. Genau. Du hast den Ofen falsch hingetan. So.
Wir haben genug Öfen jetzt. Dann mache ich mal oben hin Eisenerz. Ja, Kupfer brauchen wir noch nicht. 10. Wir machen also mal die Ding. Wir können das Zeugs dann später verdoppeln. Und sogar vervierfachen später noch. Wirklich? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob der Modpack schon drin ist, aber wir machen dann ihn dann rein. Dieses mit dem Grinder am besten auch noch. Wenn du weißt, was ich meine. Das machen wir sowieso noch rein. Wie gesagt, aber eben, wir möchten alles noch ein bisschen balancen, weil viele Mods sind momentan noch nicht voll gecheatet und so, das ist nicht gerade gut. Vor allem die Rohstoffe seltener machen und so, weil wir wollen ein Modpack, wo man halt auch ein bisschen überleben muss. Also ja, eine Herausforderung machen, weil Minecraft ist für uns momentan, vor allem mit den Mods, viel zu leicht und viel zu zugänglich. Also ja, also zugänglich jetzt nicht. Wir werden es sogar noch zugänglicher machen, aber ja, momentan ist es halt ja relativ. Ja, ich farm mir alles und dann habe ich alles. So in diesem Sinne. Ja. Es ist einfach sehr viel gecheatet und man braucht zum Beispiel, wenn ihr euch mal denkt, wie lange braucht man im echten Leben für eine ganze Eisenrüssi? Wie lange braucht man Minecraft für eine Eisenrüstung? Vor allem, wieso findet man sofort Eisen und hat ein Eisen? Das denkt, was für eine normale Eisen, also eine Ritterrüstung, was man da für Rohstoffe braucht. Ja, das ist halt ja, Minecraft und ja. Man wird trotzdem belohnt. Also man kann schon relativ früh andere Rüstungen machen. Minecraft, da muss man entweder zuerst Leder haben oder zuerst Eisen und dann hat man erst eine Rüstung. Hier kann, im echten Leben kann man sogar eine Rüstung aus Holz machen. Oder aus, weiß nicht was. Obwohl ich ehrlich sagen muss, eine Lederrüssi ist in Minecraft schwerer zu erfahren als eine Eisenrüssi. Weil wenn man denkt, man muss dann bestimmt, wie viele Kühe, 10 Kühe töten. Ich finde halt, das System von der Balance her ist sehr missglückt bei Mojang. Genau. So, jetzt machen wir kurz mal eine Farm. Einfach kurz Weizen anpflanzen und dass wir dann später die Kühe und so haben, wenigstens. So lange werden wir wahrscheinlich hier nicht bleiben, nur ein bisschen. Und dann ja, okay, wir nehmen es dann mit, einfach. Ja, dann werde ich uns irgendwo... Nur damit ich und du gleich viel zu tun haben, bis wir weitergehen. Und ich auch etwas zeigen kann. ja. Und ich sollte weniger reden, damit ich mich besser konzentrieren kann. So. Ja. Komm mal mit, ob dir das so gefällt. Oh, schön. Ja. Passt, gut, ne? Ja. Gut. Weil dann baue ich das so ungefähr in diesem Stil weiter. Mhm. Also er ist fast noch ein besserer Bauer als ich, aber vor allem hat er den Spaß daran, den ich nicht so habe. Ja, deswegen sind wir eigentlich das perfekte Team, spielen eigentlich immer zusammen. Der Drago tut sich lieber so ein bisschen mit den Mods selbst auseinandersetzen, mit Towncraft, bringt mir dies und das bei. Und informiert sich im Internet und ich baue halt einfach. Mhm. Ja. Ich weiß schon nicht, was ich craften soll. Ah ja, ein Eimer. Und eine Schere. Hier gibt es so viel zum Pflücken und Abscheren, Abschneiden. Das ist wahnsinnig. Also an diesem Modpack werdet ihr lange zu Spaß daran haben. Uns ist wichtig, dass ihr auch dran bleiben könnt und es euch nie langweilig wird. Und wir schauen auch, dass das Modpack nicht zu viel Leistung kostet.
Wir haben zum Beispiel Optifine drin, Standard, also schon drin im Modpack, und ja, wir werden es natürlich noch besser anpassen, vor allem an der RAM-Anzahl, dass man nicht zu viel RAM braucht. Ich habe hier 4 Eisen drin schon mal, und im Ofen ist, nein, im Ofen ist nichts mehr. Okay, dann werde ich jetzt dann bald Eisenspitzhack machen, dann geht die Arbeit hier unten auch schon. Genau. Ja. Ihr könnt natürlich auch sagen, was wir bauen sollen. Wollt ihr eine Burg oder wollt ihr von mir aus einen Totenschädel, der in eine Wand reingeht und da unser Home ist? Oder ihr könnt kreativ sein, das uns schreiben, was ihr wollt. Also das Modpack ist das Let's Play ist 100% interaktiv. Und uns ist wichtig, dass die die Zuschauer Spaß haben. Uns ist es eigentlich egal, was wir sonst irgendwas machen. Oder ihr dürft auch Challenges oder so machen, also richtig. Ja. Ihr seid der König, nicht wir. Ich kann auch mal 24 Stunden Stream machen, oder? Oh ja. Also eben, sobald ich mir das Steam-Zeugs gekauft habe, dann gibt es voll Qualität Stream und so. Also es gibt, am Anfang gibt es noch HD-Stream, später Full HD und dann Original-Stream. Also uns ist es wichtig, auch die Qualität auf Pro zu haben. Ja, ich schaue jetzt gerade um, wo wir die Weizenfarm machen. Ist es gut, wenn ich hier eine Weizenfarm mache? Warte. Da. Ja, mach mal. Hau einfach mal rein. Okay. Nein, es ist einfach wichtig, dass du, wenn du das Haus machst, nicht gerade die Weizenfarm in der Nähe hast. Ich habe sogar noch nachher eine bessere Idee für die Weizenfarm, aber die wird dann in den nächsten Folgen folgen. Die nächsten Folgen werden folgen. So. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Die Feldhacke. So. Hier noch ein paar Fackeln, ist wichtig für das Feld, damit es schnell wachsen kann. Am schnellsten wächst es ja mit, wenn wir Glowstone hin tun würden, aber wir haben ja leider keinen Glowstone. Ja, das ist dann wirklich High-End. Okay. Wir werden auch noch Nether Ores machen, bevor es in den Nether geht. Und noch andere Nether Mods, die zum Beispiel mit den Kristallen, falls ihr die kennt, wo es dann ganz viele Kristalle gibt, verschiedene, die dann zum Beispiel Sprungkraft machen oder und diesen Lampenmod. Genau. Der Lampenmod wird auch noch folgen, diese ganz detaillierte Blockmod. Und Badewanne, Küche, vor allem für mich zum Dekorieren, für die Villa dann später wird es sehr. Oder für die Burg oder was ihr auch wollt, wird das jedenfalls sehr detailreich und schön fürs Auge. Ja. So. Jetzt haben wir ein schön großes Feld und können dann genug Essen haben, dass wir so schnell wie möglich auch die Monster anmachen können. Wir machen einfach mal die Creeper-Explosionen aus und so. Das können wir dann machen. Damit wir Let's Playen können und nicht einfach immer Erde und sonst irgendwas. Ja. Ich mach schon Trago für dich. Dankeschön. So. Einen besseren Essensmod können wir auch noch reintun. Ja, da. Wo es besseres Essen gibt. Solche kleinen kann man ja auch mal am Nachmittag oder ein paar Minuten selbst machen. Genau. Das soll jetzt mal nicht das Problem sein. Es wird einfach reinkommen und dann unten in die Kommentare stehen. Ja. Nein. Ah, das ist egal.
Ich hab dein Feld kaputt gemacht. Na, ist egal. Solange sie noch nicht bepflanzt werden, ist es egal. Es ist einfach am Anfang blöde, wenn man das Feld plötzlich irgendwie kaputt macht oder so. Dass wir dann keine Samen mehr haben oder so. Aber sonst ist es egal. Wir haben innerhalb von einer